Hey Leute, hier ist Abro Game, euer Baba Gamer. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir schauen mal, was uns noch hier für Sachen fehlen. Ein Bartflächenverband machen, dann sind wir mit dieser Quest noch fertig und dann schauen wir, was wir mit dem hier machen. Schließe die einzelnen Lektionen des Überlebenstrainings ab. Okay, ich hoffe, wenn wir das hier erledigen, ist das hier abgeschlossen. Wenn nicht, dann denke ich mir, dass wir die Sachen noch irgendwie fertig craften. Die zwei Sachen, ich habe keine Ahnung. Und dann schauen wir, was alles passiert. Okay, let's go. Ziehen alles wieder an, die sind schon alle trocken. Und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. Okay, plus 18, die sind trocken und können jetzt weitermachen. Aber ich merke, wir brauchen noch ein bisschen. Ja, wir können ja derweil. Something's making me feel tired. Schauen, dass wir die Bartflechtenverband zusammenkriegen. Ja, die Sonne geht auf. Haben wir irgendeine Fackel da? Ja, wir können uns ja eine craften. Ja, aber die Sonne geht eh jetzt gleich auf. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwo... Boah, wir sind total müde, warum das? Gar nicht drauf geachtet. Also mache ich mal hier eine Fackel. Zucker habe ich auch nicht. Egal, dann nehmen wir das hier. Und schauen, dass wir diesen Verband zusammenfliegen. Welche. So, okay. Haben wir. Dann gehen wir ins Craft-Menü. So. Bartflechtenverband. Einmal herstellen. Ich hoffe, dass es dann klappt, dass es dann zu Ende ist, hergestellt. Ja, jetzt können wir ein bisschen ausmachen. Okay. Ja, habe ich es mir schon gedacht. Okay, Leute, wir sind hier fertig. Aber jetzt müssen wir schließen die einzelne Lektion des Überlebens. Was? Haben wir doch. Ach so, die haben wir auch geschafft, deswegen stand es hier drauf. Passt. Jo, wir sind fertig. Also können zu der nächsten Kapitel rüber jumpen. Aber ich bin total müde. Ich muss jetzt schlafen. Ja, dann machen wir so. Wir machen uns wieder topfit. Und danach ziehen weiter. Schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass wir wieder nass sind. Nein, alles in Ordnung. Wir trinken erstmal. Was haben wir voll? Essen brauchen wir, haben wir nichts zum Essen da. Doch, Essen. Essen. Ja, fürs Erste langt. Vielleicht gibt uns die Oma noch so ein Zeug zum Essen noch. Die
Sonne geht auf, aber wir sind total erschöpft. Wir müssen schlafen. Wenn ich jetzt 12 Stunden... Ja. Ich schlafe mal 6 Stunden, dann ist schon der ganze Tag im Eimer. Ja, wir machen eiskalt. Hier 12 Stunden. Egal. Hoffentlich ist es nicht zu viel. Schauen wir, jawohl. Okay, Leute. Was können wir hier anstellen? Wir brauchen Wasser. Und dann brauchen wir was zum Essen. Mal das hier wegessen, hat nicht so viel gebracht. Dann nehme ich mal sowas. Dann das hier auch noch. Wasser, haben wir noch 1 Liter. Dann kochen wir uns Kaffee oder irgendwas. Tasse Kräutertee. Erhitzen. Trinken. Dann Kaffee. Trinken. Okay, jetzt haben wir überall plus plus plus. Jetzt schauen wir in unserem Inventar nach. Wir sind nicht überladen. Zum Beispiel, die will ich nicht mitnehmen. Kohle ist okay. Das ist mir viel zu viel. Ablege brauchen wir momentan nicht. Das ist mir auch zu viel. Okay, nehmen wir mal das alles hier mit. Den lasse ich auch da. Zack, zack, zack. Klamotten. Aktion. Zerlegen. Aktion. Zerlegen. Zerlegen. Dann brauche ich das auch nicht. Zerlegen. Okay, dann machen wir so. Diese Folge sind wir ja fertig mit Milton. Und den brauche ich auch nicht. Das nehme ich alles mit. Was habe ich da?
passt. 24, 35. Ist auch in Ordnung. Jetzt reparieren wir dann unsere Klamotten. 99, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Gut, gut, gut. Aktion. Reparieren. Das ist auch gut. Okay. Top. Wärmebonus 19. Winddichte Bonus 7. Schutz 17. Sprinten. Alles gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwas noch hier mitnehmen können. Wir nehmen das hier noch mit. Alle umlagern. Getrockneter Darm. Schau mal, was wir alles damit anstellen können. Craften. Zum Beispiel für das hier. Zwei getrocknete Darm. Getrocknete Kaninchenpelz haben wir nicht. Ja, das können wir dann alles irgendwie später machen. Das ist ja momentan nicht wichtig. Wir sind ja gut dabei. Oma. Gangster Oma. Es hat mich sehr gefreut. Und ich check weiter. Pass auf dich auf. Tschö. Nein, ein Moment. Der ist auch wichtig. Und ich mache mir jetzt nochmal Kaffee. Abwarten. Nehmen, trinken. Aufheben. Also, mach's gut, Ome. Jo. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, das verlorene Paradies. Da müssen wir runterklettern. Habe ich mein Kletterseil dabei? Hier, zack, unser Kletterseil ist da, ja, okay, wo müssen wir nochmal hin? Okay, zu der Ackertankstelle. Jo Leute, Avro Game, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Viel Spaß. The Long Dark. Jetzt müssen wir irgendwo hier rein, oder? Ja, wir werden es halt finden, aber das Blöde ist, er kann nicht so viel mehr rennen. Also müssen... Okay, eigentlich sind wir gut geschützt. Wir haben immer noch unseren Wärmebonus. Und uns ist nicht kalt. Optimal. Aber jetzt muss ich schauen, wo wir entlang müssen. Jo, was habe ich denn hier? Parkhinweis, bla 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 bla, okay. Nehmen.
Haben wir noch was? Nein. Okay, da ist schon unsere Kletterstelle. Ja, da ist eine Hütte. Da looten wir jetzt das ganze Zeug noch. Bla bla bla. Nehmen. Exit. Haben wir irgendwas? Nein. Da haben wir auch nichts. Ja, eigentlich kann ich doch den in die Hand nehmen. Sieht irgendwie besser aus wie so eine Sturmlaterne in der Hand. I think I can use this. Okay, zack, zack. Was ist das? Fließkappe. Nehmen, zerfetzt sich aber. Wonder if this is any good to eat. Okay. Und hier Telefon. Hallo, hallo. Okay, haben wir alles genommen. Boah. Und jetzt kommt ein Sturm, ja genau. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. What the hell? I guess that rope was older than it looked. Info. Zack. Lufttemperatur minus 11 Grad. Ja, unsere Klamotten sind wieder nass, okay. Wir haben zum Glück nichts Schlimmes abbekommen. Oh, unser alter Herr hier. So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky?
The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. The end of Milton's story is a sad one. Too many people lost after already too much suffering. You chose to take mercy. To save a life that probably didn't deserve to be saved. You mean the convict? How'd you know about that? Whispers in the wind. That bastard deserved to die, all right. But it's not for me to pass judgment on that. Let's hope you hold on to your merciful ways when the new world doesn't just grind you to dust. Look, my friend is out there. I'm gonna find her, and then we're gonna get out of here. The power's gonna come back. They'll get the roads back open, Milton will recover. Everything will go back to being the way it's supposed to be. How do you know this isn't how things are supposed to be? Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Okay, alter Mann. Unser Methuselah. Ja, der und seine Apokalypse. Okay. Ich guck mal erst hier, wo wir sind. Wir müssen dahinter. Das verlorene Paradies. Und wie komme ich dahinter? Durch die Schlucht hinten rum oder was? Hier sind ja überall Berge. Nein, nicht da, nicht da. Also irgendwo da hoch, ja. Schauen wir. Vielleicht schaffen wir das noch. Ich nehme mal das hier. Der hat noch was zum Futtern hier. Machen wir uns den Kaffee warm und dann ziehen los. Trinken. Habe ich noch irgendwas? Wo ist denn das? Tasse Kräutertee. Ja, brauche ich jetzt nicht. Okay. Also, mach's gut, wir sehen uns. Kann man noch mit dir reden? Nein. Ja, und wo lang geht's? Okay, so. Hier. Ich will aber nicht klettern. Wir müssen aber klettern. Es gibt keinen Weg. Schauen wir mal auf unser Inventar. Wir sind nicht überladen. Okay, passt. Klettern. Und wie klettert man? Oh nein, das schafft er nicht. Schon, McKenzie, das schaffst du schon.
Yeah, haben wir geschafft, okay. Super gemacht, aber jetzt sind wir voll erschöpft. Ja, wir machen so. Wir kommen da zum verlorenen Paradies und dann gucken wir, was wir anstellen können. Bevor uns der Sturm überrascht, will ich schnell wie möglich von hier irgendwie weg. Hier schnell rausrennen, weil unsere Klamotten auch nass werden und dann stehen wir da und dann sind wir halb erfroren. Weil wir ständig nass werden und so. Leuchtpistole. Mal sehen, was passiert. Da ist eine Höhle. Region Milton verlassen. Endlich. Okay. Wo sind wir? Ach so, ja, jetzt sind wir da, okay. Ah, ich muss jetzt hier das hier in die Hand nehmen, anzünden. Hä? Hab ich die wieder vergessen? Scheiße. Voll blind los. Ja. Ja, man muss sich halt vorher überlegen, ne? Wie jetzt? Bin ich jetzt nicht von da gekommen? Ja, und so tut man sich da drin irren, oder? Mann, ich habe gar keinen Plan, was ich hier jetzt mache. Bin ich da nicht rausgekommen? Reingelaufen? Höhle verlassen. Doch, hier bin ich doch. Warte mal. Da, jetzt bin ich wieder zurück. Soll ich nicht schnell irgendwie eine Fackel craften und wetten, ich finde nichts mehr. Ja, wir werden schon irgendwie rausfinden. Stock, wie kann man eine Fackel craften? Drei Stecker brauche ich. Okay. Diese Stöcke habe ich hier nicht. Also da muss ich doch noch mal raus. Irgendwo werde ich schon finden, Stöcke. Ja, ich sag doch immer, wenn ich irgendwas brauche, du findest genau da dieses Zeug dann nicht. Da habe
keine Fackel da. Nein. Da muss man sich halt vorher überlegen, bevor man losgeht. Fackel ist eigentlich sehr wichtig. Egal, wir machen es einfach mit den Streichhölzern. Dann müssen wir eiskalt durch. Hier vom Baum normalerweise abgeschlagen, ja? Egal. Bringt in der Höhle gar nichts, dieses Streichholz. Da ist man voll blind, da sieht man ja gar nichts mehr. Schau mal an, wo soll ich hin? Okay, jetzt kann ich mir wenigstens eine Fackel craften. Erstellen. Einmal Fackel bitte. So, ich nehme sicherheitshalber noch mit. Als da die eine ausgeht, können wir ein Kaninchen. Kohle gibt's überall. Wahrscheinlich so. Ich will hier raus. Okay, Stecker fürs nächste Fackel habe ich. Einmal hier lang. Okay. Hier geht's nicht lang. Hier. Und hoffe, dass wir jetzt richtig sind. Okay, Leute, wir sind mit Kapitel Milton fertig. Story Mode 1 ist fertig. Danke fürs Zuschauen.
ich hole euch dann hier wieder rein. Staffel 2, Episode 2, The Long Dark. Danke fürs Zuschauen, bleibt alle dran. Peace.